Für die Leute unter euch, die sich gedacht haben, ich wäre vom Erdboden verschluckt worden, nein, dem ist nicht so, glücklicherweise. Es war einfach nur, ich hatte in letzter Zeit, um genau zu sein, in der letzten Woche einfach richtig viel um die Ohren. Und deswegen, ja, ist es wieder mal nichts geworden mit einem Video in der letzten Woche. Das letzte Video ist wieder mal eine Woche her. Ich hatte ja eigentlich letztes Video schon angekündigt, dass ich die Videos wieder ein bisschen öfter bringen wollte. Aber da ist jetzt erstmal wieder nichts draus geworden. Ich versuche mich auf jeden Fall im Verlauf der nächsten Zeit mehr daran zu halten. Auf jeden Fall sorry schon mal an der Stelle. Wie gesagt, ich bin nach wie vor extrem geflasht davon, wie krass ihr mich in der letzten Zeit eigentlich gesupportet habt auf dem Kanal. Das sind wirklich Fortschritte, die ich mir eigentlich nie erträumt habe. Also ich meine, für den einen oder anderen ist das hier natürlich Pillepalle, aber für mich persönlich ist es doch schon auf jeden Fall ein Zeichen, dass es irgendwie in die richtige Richtung geht. Und das freut mich natürlich mega und das motiviert mich natürlich auch, hier Videos weiterzumachen. Und wie gesagt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls ihr gewillt seid, weitere Videos von mir sehen zu wollen. Ich werde mich auf jeden Fall richtig ins Zeug legen und versuchen, hier die Sachen weiterhin am Laufen zu halten. Und ich denke, genug der Laberei, wir starten sofort in das nächste Rennwochenende. Und zwar sind wir heute beim Großen Preis von Budapest in Ungarn unterwegs. Ganz nebenbei, das ist definitiv eine meiner Lieblingsstrecken, wenn nicht sogar die Lieblingsstrecke von mir. Fragt mich nicht warum, ich komme einfach richtig gut mit der Strecke klar, das kann ich auch überhaupt nicht erklären. Es ist ja eigentlich ein Kurs, der nicht so wirklich auf Topspeed angelegt ist, aber einfach so das Streckenlayout. Es ist einfach richtig, ja richtig nice, macht einfach richtig Bock hier auf dieser Strecke Rennen zu fahren. In den vergangenen paar Teilen habe ich das immer wieder gemerkt. Und deswegen ist Ungarn auf jeden Fall eine Strecke, die sich sehen lassen kann. Und deswegen war ich hier natürlich auch wieder gewillt, auf jeden Fall relativ weit nach vorne zu greifen in Sachen Punkte. Denn wir wollen hier natürlich so viele Punkte wie möglich wieder melken, um es mal aus landwirtschaftlicher Perspektive zu beleuchten. Und der erste Schritt dahin ist natürlich wieder das Trainingsprogramm, was ich hier mal wieder in der, ja, im Zeitraffer mehr oder weniger dargestellt habe. Wir sehen, wir haben hier lila, eine lila Runde hingelegt, das bedeutet volle Ausbeute in Sachen Streckenakklimatisierung. Das ist natürlich schön, da können wir wieder im Laufe der Zeit vielleicht sogar nächstes Rennen oder übernächstes Rennen dann wieder das nächste Update installieren. Und damit springen wir schon direkt zum nächsten Streckenakklimatisierungsprogramm, zum nächsten Trainingsprogramm, und zwar das Reifenmanagement. Und da sehen wir, kommen wir auch in den grünen Bereich, das ist für unsere Erwartungen absolut ausreichend. Ich habe es ja schon mehrfach in den letzten Videos gesagt, 30 Ressourcenpunkte bei einem, ja, bei einem Trainingsprogramm sind für mich auf jeden Fall ausreichend. Ich will mich da nicht quälen, in Anführungszeichen, um dann wirklich da, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten hocken, um dann wirklich ein Trainingsprogramm auf 50 Punkte zu kriegen. Das muss nicht unbedingt sein. Wenn es dann nach 2, 3 Runden auf grün klappt, dann ist das absolut ausreichend, finde ich. Und ja, deswegen springen wir auch direkt zum nächsten Trainingsprogramm, das müsste dann das Benzinmanagement sein. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist hier generell in der Karriere, ist, dass ich mich im Laufe der Zeit immer besser wohlgefühlt habe, beziehungsweise immer besser zurechtgekommen bin mit den Trainingsprogrammen. Das liegt ja nicht zuletzt daran, dass ich irgendwann mal die Schwierigkeit um wenige Prozentpunkte nach unten geschraubt habe. Aber auf der anderen Seite habe ich mich natürlich auch fahrerisch verbessert. Und vor allem im Regen erscheint mir dieser ganze, ja, Tohuwabohu hier im Training deutlich einfacher wie in trockenen Bedingungen. Das ist ja ein Phänomen, was ich auf jeden Fall festgestellt habe. Und da sehen wir, am Ende des Trainings wird die Strecke ein bisschen trockener. Da gehen wir auf die Supersoft-Reifen, aber das reicht vorne und hinten nicht. Da haben wir gesehen, die negative Zeit, bzw. die rote Zeit oben rechts, sie wurde immer mehr. Und dann einmal ein bisschen zu früh auf den Pinsel getreten und dann kommt das Heck. Also man muss auf jeden Fall stark differenzieren hier in diesem Spiel. Es gibt absolut Bedingungen, die sehen trocken aus, sagen wir mal so, aber die sind absolut noch nicht für Trockenreifen geeignet, wie wir gerade jetzt im Trainingsprogramm gesehen haben. Und ja, deswegen haben wir das Training übersprungen, beziehungsweise sind zum Ende des Trainings gesprungen und sind dann jetzt hier direkt im nächsten Training. Und da versuchen wir uns natürlich erneut hier das nächste Trainingsprogramm zu absolvieren. Wir kommen nicht an unsere Zielzeiten. Ja, und dann sehen wir hier, wir kommen nicht an unsere Zielzeiten heran. Das ist wieder das elendige Thema mit dem, ja, mit der Qualifying Pace, mit dem Qualifying Trainingsprogramm. Es ist teilweise auf manchen Strecken wirklich verdammt schwierig, das zu schaffen. Also entweder ich bin echt nicht gut, also was dieses Trainingsprogramm angeht, oder ja, mir fehlt da irgendwie noch nicht so die Erfahrung, aber ich tue mich da echt teilweise schwer und deswegen habe ich mir gedacht, ey, da muss irgendwas muss da falsch sein, da stelle ich ja nochmal das Setup ein bisschen um.
und springen hier sofort zum nächsten Trainingsprogramm, und zwar der Rennstrategie. Da sehen wir oben die 5 Kreise, die stehen dann letztendlich für 5 Runden, die man absolvieren soll. Wobei, wenn man, glaube ich, die ersten 3 Runden grün hat, dann hat man das Streckenakklimatisierungsprogramm sein. Es ist doch nicht das Streckenakklimatisierungsprogramm, es ist das Rennstrategieprogramm, um es mal komisch auszudrücken. Ja, und das haben wir hier geschafft, wie wir sehen. Wir haben wieder 30 Ressourcenpunkte kassiert nach den ersten 3 Runden. Was ich eben sagen wollte, die ersten 3 Runden auf grün, das bedeutet, man bekommt direkt die 30 Ressourcenpunkte und braucht nicht die letzten beiden Runden da noch dran zu hängen. Und ja, wir sind im Qualifying, wie wir sehen können. Wir haben oben rechts noch 4 Minuten zu fahren. Es ist Q1 logischerweise. Und wir sind auf dem 16. Platz. Das würde nicht reichen, glaube ich. Ich komme da immer durcheinander. Ich denke immer, der 16. Platz ist noch drin und der 17. Platz fliegt raus. Aber ich glaube, der 16. Platz fliegt schon raus. Wir müssen gleich nochmal gucken. Ich bin mir da echt unsicher. Wir verbessern uns auf den 15. Platz nach unserer Runde. Und da sehen wir jetzt gleich mal, wer wirklich rausfliegt. Ich muss es wirklich nochmal in meinen Kopf hämmern. Denn ich komme da immer durcheinander. Jetzt sind wir auf P16. Und das reicht nicht. Das reicht nicht, nein. Ja, rausgeflogen in Q1. Nee. Ach, Mann, das ist... Ja, ich denke irgendwie immer, es ist der 16. Platz, der da noch reichen würde, aber tut er nicht. Der 16. Platz ist dann der Platz, der rausfliegt. Aber das müsst ihr natürlich alle wissen, denn ihr seid natürlich alle sehr F1-fanatisch. Eigentlich peinlich, dass ich das nicht weiß, aber ist ja jetzt auch egal. Wir starten jetzt sofort rein in den großen Preis von Ungarn. Hier, wir haben 18 Runden auf dem Programm, 25%. Wir sehen unser Start verhältnismäßig schlecht im Vergleich zu Magnussen, der da jetzt auf der Innenseite schon vorbeikommt, aber dann früher bremsen muss, weil vor ihm unser Teamkollege Nico Hülkenberg bremst und wir mit einer wirklich sehr freien Linie in die erste Kurve rein können hier direkt einige Positionen gut machen. Das war auf jeden Fall schon mal wichtig hier in den ersten paar Metern. Jetzt hier innen von Perez, nein, das reicht an der Stelle noch nicht, um hier an dem jungen Mexikaner in Fosinia-Diensten vorbeizukommen. Aber wir haben auch am Start wieder gesehen, wir sind wieder von P14 gestartet, obwohl wir uns auf P16 qualifiziert haben. Das ist auch kurios, da müsste wohl wieder eine Strafe verhängt worden sein. Wer die Strafe gekriegt hat, da bin ich mir relativ unsicher. Auf jeden Fall hatten wir das jetzt schon 2-mal in Folge in Silverstone jetzt hier in Ungarn. Also ja, da wurde eigentlich im Qualifying-Ergebnis auch nichts von gesagt. Das finde ich dann immer ein bisschen komisch. Falls ihr da was Genaues zu wisst, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Wir springen zur zweiten Runde. Wir sehen, wir haben uns einem Train angeschlossen, und zwar dem Train von den beiden Williams und dem Sergio Perez, der dahinter ist, und dahinter sind wir dann ganz knapp. Und ja, wir sind auf jeden Fall dran. Wir sehen die Lücke zwischen Stroll und dem davor herfahrenden Fahrer ist jetzt schon relativ groß. Das sind keine guten Aussichten für ein weiteres nach vorne kommen vor P7. Also man kann jetzt zu diesem Zeitpunkt des Rennens eigentlich schon sagen, mehr als P7 wird wahrscheinlich nicht drin sein. Wir wollen nicht pessimistisch sein. Hier, innen von Perez, dann nutzen wir die Chance und stechen rein. Aber Perez jetzt hier wieder mit einem besseren Exit auf der Außenbahn. Jetzt hier mit einer späteren Aktion auf der Bremse bleiben wir vor dem Fahrer in Fosinia-Diensten und sichern uns hier mit einem sehr überraschenden Manöver vorerst die 9. Position in diesem Rennen. Und ja, was ich eben gesagt habe, mehr als P7 wird wahrscheinlich voraussichtlich hier nicht drin sein, denn das sehen wir jetzt hier im frühen Stadium dieses Rennens schon. Der Abstand zwischen P7 und P6 ist jetzt schon viel zu groß, um da ernsthaft was reißen zu können. Wir sind sehr spät auf der Bremse, weil Perez da zum Konter ansetzen wollte und verhindern somit die Überholmöglichkeit vom Force India-Fahrer. Jetzt sehen wir, es hat sich ein Wechsel abgespielt zwischen den beiden Williams-Fahrern. Massa ist an Stroll vorbeigekommen, der seinerseits extrem langsam zu sein scheint. Da muss vielleicht irgendwas am Frontflügel kaputt sein. Denn wir sehen, Massa setzt sich in den ersten paar Metern schon relativ weit ab von Stroll. So schlecht ist er jetzt nun auch wieder nicht, der Stroll. Schauen wir mal, ob wir da jetzt easy vorbeikommen oder vielleicht schneller vorbeikommen als Massa. Wäre auf jeden Fall wünschenswert, denn dann können wir vielleicht an Massa dranbleiben und uns nach wie vor oder langsam an den 7. Platz ranpirschen. Wir sehen, sind auf der Innenbahn von Stroll mit einem späten Manöver auf der Bremse. Gehen wir auch hier vorbei am Fahrer in Williams-Diensten und sichern uns hier vorerst die 8. Position. Und falls ihr es noch nicht bemerkt haben solltet,
Wir sind auf den Soft-Reifen unterwegs, den gelben. Oben links sehen wir es an der Anzeige, Massa und Stroll auf den Super-Softs, die sich jetzt langsam aber sicher eigentlich in der Theorie schon ein bisschen abnutzen müssten, beziehungsweise ja in einem schlechteren Zustand sein müssten als die Soft-Reifen. Deswegen sollten wir jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich profitieren. Wir sehen auch Hamilton schon zum ersten Mal in der Box gewesen, jagt uns jetzt hier durch den Mittelsektor ungefähr zur Halbzeit dieses Rennens. Wir sind in Runde 8 von 18. Und ja, das ist jetzt relativ interessant, ob Hamilton jetzt hier wirklich im Mittelsektor vorbeikommt. Ich wage es zu bezweifeln, denn Ungarn ist ja bekanntlich eine Strecke, die eine sehr, sehr enge Streckenführung hat. Und ja, die einzig wahre Überholmöglichkeit ist wirklich die DRS gerade im ersten Sektor, beziehungsweise über Start und Ziel. Oder dann wirklich mit einem extrem besseren Exit aus der Linkskurve nach der ersten Rechtskurve, um dann wirklich auf dieser kurzen Geraden vielleicht dann innen reinzustechen. Aber das ist wirklich sehr knapp, aber wir sehen genau das, was ich gerade angedeutet habe. Hamilton geht vorbei mit DRS und Windschatten auf der Innenbahn, keine wirkliche Chance da, einen Konter zu setzen, und hat jetzt hier auch DRS. Ja, der Mercedes-Fahrer, der ist auf jeden Fall jetzt außer Reichweite. Wir müssen schauen, ob wir da vielleicht ein bisschen vom Windschatten profitieren können. Verbremsen uns hier erstmal ein bisschen, aber die Linie war gar nicht so schlecht, wie wir sehen können. Haben wir sogar einen relativ guten Exit dafür, dass wir den Scheitelpunkt verpasst haben. Aber, ja, jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Runden müssen wir auch an die Box kommen. Und dann wird es interessant zu sehen sein, wo wir dann letztendlich auch wieder rauskommen. Wird natürlich klar sein, wir werden hier auf die Supersoft wechseln, genauso wie die anderen Fahrer es zu Beginn des Rennens getan haben. Und ja, wir fahren jetzt an die Boxengasse, Runde 10 von 18, das ist so der einzig wahre. Wow, das war auf jeden Fall richtig enge Ziel mit der Boxengasse, da hätten wir fast einen Drive-Thru oder was weiß ich uns eingeheimst. Fahr raus, fahr jetzt raus! Und die Boxen Einfahrt und Ausfahrt relativ durchschnittlich, nicht schnell, nicht langsam. Und wir kommen wieder raus auf P11. Das sind auf jeden Fall einige Positionen, die wir da verloren haben durch diesen, ja, Overcut mehr oder weniger mit den ja, länger haltenden Reifen. Aber jetzt natürlich für die letzten 7 Runden können wir natürlich richtig Dampf geben, um hier vielleicht noch einige Positionen nach vorne zu kommen. Ah, da sehen wir, es waren jetzt auch wieder, nee, umgenutzt. Ah, es war, oh mein Gott, jetzt hier ganz spät auf der Bremse gewesen. Und da haben wir uns ja wieder relativ überraschend an Perez vorbeigebremst. Und weil es so schön war, schauen wir uns das hier nochmal in der Wiederholung an. Wirklich sehr spät auf der Bremse und dann im letzten Moment rübergezuckt. Und ich denke mal, so kann man ein Überholmanöver gegen den Perez machen. Ich glaube, Perez denkt sich in diesem Rennen wirklich so, ey, was macht der Typ da? Der ist ja wirklich unser Albtraum. Also den haben wir einmal überraschend im Mittelsektor überholt und dann jetzt hier mit einem wirklich sehr aggressiven Manöver auf der Bremse am Ende der Start- und Zielgeraden. Und jetzt kommt das Virtual Safety Car raus in Runde 14 von 18. Das ist auch interessant, was da genau passiert ist, bin ich mir relativ unsicher. Auf jeden Fall müssen wir schauen, dass wir jetzt hier das positive Delta oben rechts behalten, um hier keine Strafe zu kassieren. Und wie wir sehen, wir haben uns langsam aber sicher rangekirscht an Massa im zweiten Williams. Und da sehen wir, wir sind im grünen Delta. Und obwohl wir im grünen Delta waren, haben wir hier an dieser Stelle keine Strafe gekriegt. Obwohl man ja eigentlich... Ja, nee, das ist alles in Ordnung. Nee, nee, ich glaube, wenn wir da jetzt im roten Delta gewesen wären, dann hätten wir eine Strafe gekriegt. Da muss man immer aufpassen, dass man am Ende einer Virtual Safety Car Phase immer das grüne Delta erreicht. Denn ansonsten gibt es meiner Erfahrung nach eine Strafe. Das haben wir ganz knapp geschafft und wir sind jetzt nach wie vor dran an Massa und versuchen uns jetzt hier zurechtzulegen. Und ob das hier gelingt im Mittelsektor, genauso wie am Anfang des Rennens gegen Perez, wage ich zu bezweifeln. Und nein, es reicht natürlich noch nicht. Die Frage ist, ob wir uns Massa hier so zurechtlegen können, dass wir ihn in den verbleibenden 3 Runden noch attackieren können. Denn es wären wichtige WM-Punkte, die auf unser Konto gehen und ja, natürlich wichtig sind im Duell, im direkten Fahrerduell mit dem Teamkollegen Nico Hülkenberg und natürlich auch im Fahrerduell gegen Lance Stroll, denn der ist ja momentan unser Rivale, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, das wäre natürlich wichtig, hier Massa zu überholen, denn ein 7. Platz von P16, ui, das war eng jetzt hier am Kurvenscheitel, ein 7. Platz von P16 ausgehend wäre natürlich grandios für dieses Rennen und würde den Aufwärtstrend hier von Renault und der generellen Pace auf jeden Fall unterstreichen. Wir sind hier ein bisschen zu weit weg gewesen am Anfang der Start- und Zielgeraden, da reicht es noch nicht für eine Überholmanöver, aber jetzt sind wir auf jeden Fall definitiv näher dran als noch eine Runde zuvor und Massas Reifen sind in der Theorie schlechter als unsere Reifen. Das sollten wir hier ausnutzen, vor allem im Mittelsektor. Und dann natürlich mit einem, ja,
grün auf den Pinsel treten, hier am letzten Ausgang der letzten Kurve, um dann hier wirklich eine gute Topspeed zu erreichen auf dieser relativ kurzen Geraden. Vielleicht jetzt hier wieder mit Geschwindigkeitsüberschuss und DRS-Windschatten bremsen wir spät rein in die erste Kurve und machen es fast so spektakulär wie noch gegen Perez einige Runden zuvor. Aber hier an dieser Stelle dann noch ein relativ normales Überholmanöver in Anführungszeichen. Das war relativ klassisch, einfach ausgeschert mit Geschwindigkeitsüberschuss. Und es reicht für einen 7. Platz hier beim Großen Preis von Ungarn. Von P16 ausgehend. Absolut, ja, absolut zufrieden, dieses Ergebnis absolut zufriedenstellend. Kann man nicht meckern. Das war ein sehr solides Rennen insgesamt und mehr war hier und heute absolut nicht drin. Und ja, das sind sechs WM-Zähler, die auf unser Konto gehen. Wie gesagt, absolut solide. Und wir werfen einen Blick auf die restliche Platzierung. Da sehen wir Vettel vor Raikön, vor Hamilton, dahinter Bottas, Verstappen, Ricciardo. Dahinter kommen schon wir. Und den Rest entnehmen wir der Tabelle. Da sehen wir, Kvyat ist ausgeschieden. Das war dann wahrscheinlich der Grund für die Virtual Safety Car Phase. Und die schönen Ressourcenpunkte nehmen wir natürlich auch noch mit. Und ja, das war's dann wieder von einem Rennen hier aus dem Karrieremodus mit dem Renault. Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich wie immer über einige Daumen nach oben freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ich sage, ciao.